Abbaustätten sind sowohl Katastrophen als auch eine große Chance für den Naturschutz. Die Chancen überwiegen aus unserer Sicht, weil in Steinbrüchen, in Abbaustätten viele Tiere und Pflanzen eine letzte Stätte finden, wo sie noch vorkommen können. Das Abbaugeschehen bringt natürlich Möglichkeiten mit sich. Und da ist die Gelbbauchunke, ja, die auf sehr dynamische Lebensräume angewiesen ist, ein gutes Beispiel, um hier Lebensräume für bestimmte Arten mit zu integrieren. Hier in diesen Abbaustätten decken wir eigentlich das ganze Lebensraumspektrum der Gelbbauchunken ab. Und diese Gelbbauchunke benötigt eben sehr flache, idealerweise sonnenexponierte Gewässer zur Reproduktion. Und solche Gewässer finden sich eben in Abbaustätten. Und gerade Fahrspuren, die sich mit Regenwasser füllen, sind klassische Laichgewässer in Abbaustätten. Diese Dynamik in der Abbaustätte garantiert eben, dass über sehr lange Zeiträume immer wieder diese Ideallebensräume der Gelbbauchunke entstehen, da sie natürlich sehr, sehr schnell durch aufkommende Vegetation entwertet werden. Hier ist es eben zum Beispiel so, dass wir konkret für die Gelbbauchunke zusammen mit dem NABU im Rahmen eines bundesweiten Projektes Kleingewässer angelegt haben. Die Steinerdenindustrie ist heute Teil der Lösung und nicht das Problem. Die Steinerdenindustrie kann, da wo sie heute eingreift und eingreifen darf, ein Vielfaches für den Naturschutz tun. Und da wird ja auch deutlich, Ökonomie und der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, das ist beileibe kein Gegensatz, es steht keinesfalls im Widerspruch, sondern wenn man mal genauer hinschaut, in vielen Bereichen bedingt es sich. Also die ISTE hat eine Biodiversitätsdatenbank, seit wenigen Monaten ist die online, das heißt Mitgliedsbetriebe können hier ihre biologischen Daten erfassen. Also wir wollen mit dem Anlegen der Datenbank in der Naturschutzstrategie bewusst aufsetzen auf der erfolgreichen Datenbank, die bereits im Bereich des Rohstoffabbaus da ist. Wir wollen damit zeigen, dass diese Branche für den Naturschutz einiges zu bieten hat und dass letztendlich das Thema Artenschutz sich weiter verbessert. Es stellt sich natürlich die Frage, sollte es aus Naturschutzsicht mehr Abbaustätten geben? Aus Sicht von Wanderfalke, Uhu und Co. auf jeden Fall. Und es sollte dann eben auch ein Netz aus dezentralen Abbaustätten geben, konzeptionell geplant, damit dann eben die Tier- und Pflanzenarten, die in solchen Abbaustätten vorkommen, eben auch von der einen zur anderen Abbaustätte kommen und dann eben eine Vernetzung stattfindet. Abbaustätten sind im Moment, und das muss man ganz deutlich sagen, für eine sehr große Zahl von Tier- und Pflanzenarten sind es die letzten Refugien.